Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Zusammenhang von Krise und Kritik, natürlich im Hinblick auf die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise und haben ja in den letzten beiden Veranstaltungen sowohl grundsätzliche Fragen zum Thema Krise schon berührt gehabt, wie auch speziellere Fragen zum Verhältnis von gesellschaftlicher Struktur und Bewusstsein. Ein Begriff, der da immer wieder auftauchte und wahrscheinlich heute auch auftauchen wird, ist Fetischbewusstsein, beziehungsweise die allgemeine Frage, wie konstituiert sich eigentlich Bewusstsein unter Bedingung dieser Krise, dieser Strukturkrise auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie stabilisiert eine bestimmte Bewusstseinsform oder bestätigt eine bestimmte Bewusstseinsform auch diese Verhältnisse, aus denen diese Krise hervorgeht. Da rückt jetzt bei Justin Monday wahrscheinlich ein Begriff in den Mittelpunkt, nämlich der Begriff des Staates, beziehungsweise die Frage, welche Funktion dabei dem Staat zukommt und das dann aber eben umklammert mit den beiden Konzepten von Krise und Krisenkritik auf der einen Seite und Bewusstseinskonstitutionsfragen auf der anderen Seite. Ich glaube, das reicht als Einführung. Ja, ich danke erstmal für die Einladung. So ungefähr wird es um das gehen, was Roger gerade gesagt hat, beziehungsweise ein wenig spezifischer. Wobei ich eine Vorbemerkung machen möchte. Ich habe ein wenig ein schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich gedacht hatte, das käme auf einer der beiden letzten Veranstaltungen, kam es dann aber nicht, nämlich eine Pi mal Daumen Erörterung, was im Gegensatz zur Krise eigentlich der prosperierende Zustand des Kapitals ist. Also im Prinzip, was ist Kapitalakkumulation, was ist demgegenüber Wert und was ist so das Üblichste, was als Kategorie was fällt in marxistischen Debatten zur Krise, nämlich der tendenzielle Fall der Profitrate. Ich kann das jetzt auch nicht wirklich machen, weil das sonst alles noch viel länger würde und das soll es nicht, sag aber schon vorweg, dass man sich vorstellen muss, und an einigen Stellen werde ich auch darauf hinweisen, dass Kapitalakkumulation nicht nur einfach eine Ansammlung von Mengen an Geld ist. Also es heißt nicht einfach nur in marxistisch übersetzt, die Reichen werden reicher und die Armen immer ärmer, sondern es sammelt sich Wert, das ist dann der andere Begriff, in einer spezifischen Form an, die objektiv Produktion erzwingt. Das ist eine ganz wichtige Sache beim Begriff der Kapitalakkumulation. Und die Krise besteht nur in Relation zu dieser Akkumulation. Das ist nicht einfach etwas, wo die Reichen dann auch wieder ein bisschen Verlust machen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Vielleicht ist es sowieso allen klar und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es jetzt wenigstens ein bisschen besser als vorher. Und das andere ist der Begriff der tendenzielle Fall der Profitrate. Kapital setzt sich zusammen aus fixem Kapital und aus variablem Kapital. Das fixe Kapital sind Maschinen und Rohstoffe. Das variable Kapital ist Arbeitskraft. Und Arbeitskraft ist die Quelle von Mehrwert. Und Mehrwert wiederum ist die Form, ohne die sich Profit nicht realisieren lässt. Das heißt, das Kapital ist darauf angewiesen, Arbeitskraft zu verwerten, also für sich arbeiten zu lassen. Und gleichzeitig ist es objektiv gezwungen, jeweils bei sich, also beim eigenen Kapital, so effizient zu produzieren, dass möglichst viel Arbeitskraft aus dem Produktionsprozess herausgestrichen wird. Das heißt, die Quelle des Profits sinkt tendenziell. Es gibt dann verschiedene Gegenbewegungen und allerlei. Aber auf jeden Fall muss man im Hinterkopf behalten, das ist ein Grundproblem des Kapitals, seit es existiert. Und ja, wenn man das ein wenig behält, dann wird es im Folgenden helfen. So, zum Referat selbst. Das wird vier Teile haben. Der erste Teil wird einfach nur in einer Skizze des aktuellen Krisenbewusstseins bestehen, mit der Spezifik der Rolle des Staates da drin. Die These dabei ist, die ich dann eigentlich nur in mehrfachen Varianten wiederholen werde, ist, zurzeit zeigt sich das Krisenbewusstsein als eine kollektive Fantasie von der Omnipotenz des Staates und ist damit eine Leugnung der Krise. Der zweite Teil
wird in die Geschichte der heutigen Konstellation gehen. Das wird auch der größte Teil des Referats sein. Also ich werde nicht so viel über heute reden, mit dem Ziel darzustellen, was ist es überhaupt, was heute in der Krise ist. Deswegen werde ich eigentlich viel mehr über das reden, was Fordismus genannt wird, beziehungsweise also ökonomisch Fordismus in meiner Terminologie viel mehr, was ist die spezifische Konstellation von autoritärem Staat und Kapital. Das werde ich in zwei Schritten machen, einmal allgemein und einmal sehr spezifisch an den Begriffen der Volkswirtschaftslehre, die da sind Preisniveau, Konjunktur und Preisniveau, Konjunktur, ich habe noch einen dritten gewählt, den habe ich jetzt vergessen, fällt mir aber gleich wieder ein. Außerhalb des Rahmens dieser Kategorien schafft es niemand, sich Verhör zu geschaffen. Das heißt, es handelt sich bei diesen Kategorien um so etwas wie das, was Ruger angesprochen hat, objektive Gedankenformen des Kapitals im 20. Jahrhundert. Und deswegen ist zu gucken, wie sind die überhaupt entstanden. Dabei nehme ich in Anspruch, im Gegensatz zu dem Vortrag von Martin Dornis vor anderthalb Wochen, historisch spezifischer zu bestimmen, was das Kapital ist. Also ich bin eigentlich mit fast allem einverstanden, was er erzählt hat. Aber ich glaube nicht, dass man das über das Kapital im Allgemeinen sagen kann, sondern nur über das Kapital im Allgemeinen im 20. Jahrhundert. Dann kommt der dritte Teil, der geht zur aktuellen Krise. Möchte ich darstellen, dass erstmal bei den, also hauptsächlich wird es um die Finanzmarktretterei gehen. Und da möchte ich darstellen, dass das, was da zurzeit alles passiert, erstmal nur ein Pfeifen im Walde ist und real ist an der Krisensituation nichts ändert. Und dann kommt ein vierter, relativ kurzer Teil. Was heißt das für die Zukunft? Was für Prognosen kann man da stellen? Kann man überhaupt Prognosen stellen? Also das, weswegen hier alle gekommen sind. Kremlitzers Express haben wir die Überlieferung eines der letzten Geistesblitze von Sven Giegold zu verdanken. Gesagt hat er, ich halte nichts davon, irgendwelche Programme mit der Gießkanne zu stricken. Zweifellos, ein schöner Satz, zweifellos ist dieser Satz für sich genommen einfach nur sinnlos. Er hätte auch, der Kamin ist grün, wer die Nacht am tiefsten brennt, sagen können. Psychologisch gedeutet unterscheiden sich die beiden oberflächlich gleich sinnlosen Sätze, dann aber doch erheblich. Die unfreiwillige Komik Giegolds verrät, dass eine Talkshow, also er hat das bei Maybrit Illner gesagt, dass eine Talkshow keine rationale Debatte ist und in einem solchen Rahmen macht der Unsinn durchaus Sinn. Verpackt ist darin vielerlei. Zum einen handelt es sich um eine biografische Notiz zur eigenen Person. Er hält nichts vom Stricken, will heißen, er hat nicht vor, als Späteinsteiger bei den Grünen den Fundi zu machen. Denn die machten ja auf Parteitagen bekanntlich nichts anderes als Stricken. Keine Fundamentalopposition also. Es wird Verantwortung getragen und auch der zugehörige Spontaneismus ist ihm fremd. Denn unbedacht und in Panik, auch das verrät der Satz, kommen seine Programme nicht zustande. Immerhin wurde er vermutlich eingeladen als derjenige Mahner, der die Notwendigkeit der Kontrolle der Finanzmärkte schon gepredigt hatte, als er noch verdächtigt wurde, die unabweisbare Globalisierung fundamentalistisch, also als weltfremder Träumer zu bekämpfen. Die bedächtige Weisheit des Experten, den so schnell nichts umhaut, schon gar nicht so eine Krise, muss er aber dann trotzdem noch untermauern. Nicht mit der Gießkanne ist das Standardbekenntnis, dass hoffnungsvolle politische Nachwuchstalente, denen die Weltverbesserei erst kürzlich ausgetrieben wurde, gedankenlos in jede Kamera plappern können müssen, die ihnen hingehalten wird. Übersetzt heißt es nämlich, der Sozialstaat darf nicht einfach wahllos denen geben, die brauchen, sondern den Imperativen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, muss den Imperativen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gerecht werden. Wachstum, zumal wirtschaftliches, ist das Ergebnis von Zucht, heutzutage Fördern und Fordern genannt. Wer die Gießkanne überall hinhält, lässt auch das Unkraut wachsen. Für so einen kleinen Satz ist das ganz schön viel. Und Redezeit in der Talkshow ist natürlich knapp. Der Unsinn ist überdeterminiert, wie sonst nur die Elemente des manifesten Trauminhalts. Gleichzeitig erweist er sich aber als erschreckend realitätstauglich. Denn dass der Sozialstaat den Imperativen der Kapitalverwertung gehorchen muss, spricht natürlich in der Öffentlichkeit niemals gegen den Sozialstaat, sondern immer für die Verwertung. Und wer das nicht allzu offen aussprechen möchte, bedient sich halt der Mittel der Traumarbeit, psychoanalytisch gesprochen. Aber der Traum von der Rückkehr des Staates, den die linke Neoliberalismuskritik in den letzten Jahren träumte,
war eine dürre Rationalisierung des Realitätsprinzips und hatte und hat mit Wunscherfüllung, wie im tatsächlichen Traum, nichts zu tun. Die Pointe dabei aber ist, wir alle verstehen die Komik des Satzes auf Anhieb. Die Fantasien, die er bedient, indem er sich auf sie bezieht, sind nicht nur Privatangelegenheiten Sven Giegolds. Uns erscheint der Autor lächerlich und Gremlitzer kann eine Pointe draus schlagen. Nur vordergründig funktioniert die Pointe, weil der Typ blöde ist und keinen vernünftigen Satz hervorbringt. Dass sie uns Triebabhur verschafft, deutet darauf hin, dass wir mit dem Realitätsprinzip noch ein Hühnchen zu rupfen haben. In der Übereinstimmung, also wir kapieren es trotzdem, können wir vielmehr trotzdem erkennen, dass nicht nur unser Denken, sondern auch dessen unausgesprochene Voraussetzungen, unsere psychologische Konstitution, gesellschaftlich im strengen Sinne sind. Sie entstehen nicht nur durch Einfluss der Gesellschaft, der Vorgang hieße dann Sozialisation, sondern sind Teil von ihr. Ich habe diese Erörterung vorangestellt, weil ich im Folgen über ähnliche Sachverhalte reden möchte. Es wird um die Denkbewegung und Gedankenformen gehen, durch die hindurch der Staat seit einigen Monaten als Retter aus der Not des Kapitals erscheint. Alles, was ich im Folgenden erzählen werde, ist unplausibel ohne den Gedanken, dass der Staat nicht nur eine formale Struktur und ein Machtverhältnis ist, das ist bekannt, sondern eben auch ein solcher psychologischer Sachverhalt. Genauer, das Krisenbewusstsein, das sich in den letzten Wochen gezeigt hat, ist inhaltlich und formal eine kollektive Fantasie von der Omnipotenz des Staates. Dieser, also der Staat, ist das a priori jedes Elements der politischen Debatte. Alle die von Giegold aufgerufenen Bilder setzen diejenige Souveränität voraus, die Gebrauch von der Gießkanne macht. Wenn es nämlich Privatleute machen, dann spenden sie Geld, so, aber sie machen keine Wirtschaftspolitik. Der Kamin ist grün, wer die Nacht am tiefsten brennt, ist in jeder Hinsicht unsinnig, weil diesem Satz ein solcher objektiver Zusammenhang fehlt. Als nationaler Zusammenhang rekurriert er psychologisch gleichzeitig auf die antisemitische, rassistische und patriarchale Identifikation der Subjekte. Letzteres, also die patriarchale Identifikation, weil er sein Vorbild am Gesetz des Vaters hat. Patriarchal männlich sind aber nicht im Wesentlichen personale Eigenschaften von Männern, sondern die scheinbare Abwesenheit spezifischer Subjektivität in der Sachlichkeit des Expertenwissens. Die spezifischen Charaktereigenschaften, also die patriarchalen, resultieren erst aus der Enttäuschung dieser Subjekte. Staat, um es ganz deutlich zu sagen, um dem Missverständnis vorzubeugen, ist hier nicht als Vater zu dechiffrieren, sondern umgekehrt ist diese Setzung, Vater und Staat, Gleichsetzung, Teil der Reaktion auf die Enttäuschung, die in der Krise eine ganz bestimmte Form bekommt. Als kollektive Fantasie von der Omnipotenz des Staates ist das Krisenbewusstsein gleichzeitig eine Verleugnung der Krise, sowie auch eine Verleugnung dieser Identifikation. Jetzt zur Struktur dieses Bildes, also was daraus auch für das Bild von der Wirtschaft folgt. Auf der einen Seite erscheint den Landsleuten die Wirtschaft als Quelle grenzenlosen Schicksals. Wissen von ihrem Zustand besitzen sie nur in Form der Prognosen der Experten mit ihren Indikatoren, von denen sie wiederum nicht wissen, was diese überhaupt messen und ob sie richtig erhoben wurden. Trotzdem, und als sei es die klarste Sache der Welt, reden alle so, als gäbe es irgendein Wir, das dem Zustand der Wirtschaft kollektiv gerecht werden muss und kann. Niemand äußert dabei irgendeine plausible Idee, woher der Anspruch auf unbedingte Geltung der Gesetze der Wirtschaft herrührt. Selbst unplausible Erklärungen sind Mangelware. Demgegenüber, und zwar tatsächlich nur in dieser Dichotomie, also dieser Schicksalsidee gegenüber, erscheint allen der Staat als Ursprung der Ordnung, durch den sie, wenn sie sich nur als nationale Einheit erweisen, alles in der Hand haben können. Die Ewigkeit der ökonomischen Gesetze hat eine ihr scheinbar völlig fremde Bedingung. Also das staatliche Bewusstsein, dass die Dinge einfach, die Ordnung einfach schaffen kann. Es passt nicht zusammen.
eine kurze methodische Zwischenbemerkung. Wenn ich immer davon rede, dass etwas erscheint, dann meine ich nicht, sieht so aus, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders, sondern dann meine ich, dass die Sache, die erscheint, um die es geht, sich wirklich anders darstellt, als sie sich verhält. Zu erörtern sind also die Voraussetzungen, die dafür sorgen, dass sie dies tut. Also das ist also die Konstitution des Bewusstseins ist keine Widerspiegelung etwas Realen, sondern es ist eine Verkehrung innerhalb der Aufnahme des Gegebenen ins Bewusstsein. Das heißt also in diesem Fall, wie kann es dazu kommen oder konnte es dazu kommen, dass der Staat ein solcher psychologischer Sachverhalt geworden ist? Bevor dies geschieht, ist aber zunächst einmal wohl noch zu fragen, ob die beschriebenen Eigenschaften, also schicksalhafte Ohnmacht auf der einen Seite und kollektive Omnipotenzfantasien auf der anderen, nicht nur Eigenschaften der öffentlichen Debatte sind. Rümpft also ein durchschnittlicher Ökonom oder ein durchschnittlicher Manager die Nase, wenn er etwa in der FAZ die Überschrift Merkel und Wen, also Wen ist ein chinesischer Ministerpräsident, glaube ich, Merkel und Wen bekennen sich zum Freihandel liest, das war die Überschrift, und dann als ersten Satz, die beiden größten Exportmächte der Welt, Deutschland und China, haben am Donnerstag in Berlin vereinbart, die wankende Weltwirtschaft gemeinsam stabilisieren zu wollen. Freihandel besteht also in erster Linie im Stabilisieren. Da müsste einem Wirtschaftsexperten doch irgendwas auffallen. Tut es aber nicht. Ein Blick in die weitgehend unhinterfragt angenommenen Begriffe der Volkswirtschaftslehre zeigt, mit notwendiger Reduktion komplexer wissenschaftlicher Zusammenhänge auf einen möglicherweise beschränkten Horizont des Publikums hat all das wenig zu tun. Wer sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur über die Krise bzw. über vergangene Krisen informieren möchte, bekommt auch nichts wesentlich anderes geboten. Charakterisiert wird die Krise dort schlicht als Ausfall ihres Gegenteils, also als nicht stattfindendes Wachstum. Die Antwort auf die Frage nach dem Grund ihres Auftretens ist der Verweis auf ihre zyklische Wiederkehr. Es gibt sie, weil sie nun mal eine Phase im Konjunkturzyklus ist. Keine Panik. Was an dem Lehrbuch auf die Phasen des Konjunkturzyklus folgt, sind Indikatoren, die ihre Existenz anzeigen sollen. Die Indikatoren sind dann Lohnhöhe, Preisniveau, Auftragsvolumen, Produktionsvolumen und dergleichen mehr. Bei all dem handelt es sich um statistische Größen, die naturgemäß keinerlei Ursache-Wirkungszusammenhänge abdecken. Die Kategorien verweisen nicht immanent und zwingend aufeinander, sodass nicht, wie in der Theorie des Liberalismus, auch eine ökonomische Theorie, der Gesamtzusammenhang gedanklich reproduziert werden kann. Vielmehr, und das ist dann die Tätigkeit von Ökonomen, müssen die Größen in einem Modell in Verbindung gebracht werden. Derlei Modelle gibt es viele und tatsächlich lässt sich trefflich darüber streiten, was jenseits des Modells Ursache und was Wirkung ist. Im Modell ist das immer wunderbar klar. Steigt das Auftragsvolumen, könnte eine Frage sein, weil die Löhne gestiegen sind, oder steigen die Löhne oder die Lohnsumme, weil es mehr Aufträge gibt. Mathematisch stimmt beides. Sachlich ist beides unwesentlich, weil bloß quantitativ. Der reale Zwang, dem die Charaktermasken in der Gesellschaft unterliegen, kommt in den Modellen nicht vor. Also der reale Zwang, das ist eben der Zwang zur Akkumulation, der sich objektiv vollzieht. Wer Wert in Form eines bestimmten Produktionsmittels besitzt, ist zum Erhalt dieses Werts gezwungen, in Arbeitskraft und Rohstoffe zu investieren, also es zu verwerten. Man kann es natürlich auch verkaufen, dann muss die Überwertung irgendjemand anders übernehmen, die Verwertung aber verwertet werden muss. Dies ist ein Zusammenhang, der in ökonomischen Theorien als schlichter Fakt vorausgesetzt wird, aber als Gegenstand der Theorie nicht vorkommt. Die Formeln, die in den ökonomischen Modellen Verwendung finden, täuschen die Genauigkeit exakter Wissenschaft bloß vor. Verhielte sich etwa die Physik genauso, bestünde das Fallgesetz in der Aussage, dass der Apfel fällt, weil er nicht mehr oben bleibt. Das ist eine total schöne Theorie. Analog dazu, die Wirtschaft ist in der Krise, weil sie nicht mehr funktioniert. Das ist auch eine schöne Erklärung. Mit dem Fallgesetz wollte ich jetzt nichts Positives über die Denkform der Naturwissenschaft sagen, sondern nur Negatives über die Volkswirtschaftslehre. Wie der Unsinn in den Talkshows handelt es sich dabei, also bei diesen ganzen Theorien und Modellen, um etwas anderes als um schlichte Dummheit. Wir können gegenüber der ökonomischen Theorie des 20. Jahrhunderts, mit dessen Verfallsformen wir es hier zu tun haben,
nicht die Geste von Marx wiederholen, der die des 19. Jahrhunderts als Vulgärökonomie bezeichnet hat. Denn Marx konnte berechtigterweise davon ausgehen, dass das Kapital mit Notwendigkeit tatsächlich akkumuliert und das Wissen der Ökonomen dazu völlig unnötig war. Spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 1929 ist diese Annahme falsch, weshalb die Frage sein muss, wie etwas stabilisiert werden kann, was wesentlich subjektloser Prozess ist und daher ungewusst bleibt und von dem die Ökonomen auch tatsächlich nichts wissen. Solange alles automatisch funktioniert, ist das kein Problem. Der Staat muss aber irgendwas tun, um zu stabilisieren. Und dafür müsste er eigentlich wissen, was er stabilisieren will. Der volkswirtschaftliche Kategorienapparat, den ich gleich im Folgenden behandeln werde, ist der Niederschlag von Bemühungen, diesen Irrsinn zustande zu bringen. Der Gedanke an Notwendigkeit, also an objektiven Zwang, an Zwang, der von den Objekten, also den Waren, den Produktionsmitteln und so weiter ausgeht, muss dem volkswirtschaftlichen Denken daher notwendig fremd werden. Das ist vielleicht eine überraschende Aussage, immerhin gilt es als Allgemeinplatz linker Theorie, dass die bürgerliche Ideologie unter anderem den Zweck besitzt, die Ordnung der Gesellschaft als ewige Naturnotwendigkeit auszugeben und somit Herrschaft zu legitimieren. Wieso soll also in der Theorie keine Notwendigkeit vorkommen? Und tatsächlich beanspruchen die Ökonomen überzeitlich, also ewig gültige Gesetze entdeckt zu haben bzw. auszuarbeiten in ihren Modellen. Der Gedanke der Ewigkeit, um die es dabei geht, und das ist ein wichtiger Punkt, hat seinen Fixpunkt allerdings nicht mehr im Objekt, wie die liberalen Theorien, sondern im kollektiven Subjekt, in der Souveränität des autoritären Staates. Das ist es, was ich im folgenden historischen Teil nachweisen möchte. Der Staat, entspricht der Idee des Schicksals und nicht der des Fortschritts. Die polemische Kurzfassung dieses Nachweises ist simpel. Die liberale Ökonomie bezog ihre Vorstellung von Notwendigkeit im Denken, also warum ein bestimmter Begriff so gebildet werden muss und nicht anders, warum er wahr ist, bezog ihre Vorstellung von Notwendigkeit im Denken aus der Notwendigkeit außerhalb des Denkens, die in der Überwindung der Natur durch Arbeit bestand. Arbeit als Begriff, nicht als quantitative Größe, war die Reproduktion des realen Maßes der Produktion im Denken und auf ihrer Basis konnte die patriarchale Identifikation mit dem Allgemeinen entstehen. Also die patriarchale Identifikation ist Mensch gleich Mann. Produktion und Distribution des Reichtums konnten somit als geregelt durch eine Naturnotwendigkeit erscheinen. Wenn nun aber in Form der strukturellen Massenarbeitslosigkeit Arbeit als überflüssig erscheint, ist offenkundig, dass der Zwang, der die Gesellschaft beherrscht, nicht auf einer solchen Form von Notwendigkeit beruhen kann. Darauf ließe sich nun antworten, dass die Überflüssigkeit nur eine Überflüssigkeit für das Kapital bedeutet, der Großteil der Menschen auf diesem Planeten aber Mangel leidet und nur, weil die juristischen Formen des Privateigentums sie von den Produktionsmitteln abhält, heißt das ja nicht, dass ihre Arbeitskraft überflüssig wäre. Es wäre also eigentlich nur Vulgärökonomie, die nicht einsieht, dass sie als Bürgerliche nichts mehr zu suchen hat. Oder geschichtlich überholt ist oder irgendwie sowas. Genau das meinte Marx mit dieser Pointe. Es ist dies die Frage nach dem Status der Arbeit in einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Für die Frage nach der Notwendigkeit im ökonomischen Denken, also ob das da drin existiert und wo es geblieben ist, ist die Antwort auf diesen Streit aber erst einmal ziemlich egal. Denn gerade wenn die Überflüssigkeit aus der Perspektive des Kapitals ist, heißt das ja, dass die Herrschaft der Akkumulation über die Produktion nicht nur nicht notwendig, sondern in zunehmendem Maße sogar unmöglich ist. Das ist die Krise. Der patriarchal-männlichen Sachlichkeit wird fortschreitend der Boden entzogen, weshalb sie sich nur im Modus der Regression auf vermeintlich Ursprüngliches reproduzieren kann, also in der Geschlechterideologie des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich, also wo es dann um männliche Schaffenskraft, Genie und ähnlichen Schwachsinn geht. Und tatsächlich besteht ein riesiger Teil der noch nicht überflüssigen Arbeit
in Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung und Verwaltung des Zwangs. Damit meine ich nicht in erster Linie die Polizei, die Armeen und ähnliche Repressionsorgane, sondern die riesigen Bürokratien der Versicherungen, die Werbewirtschaft, die Arbeitsvermittler, der allergrößte Teil der Sozialwissenschaften, der Journalismus, die Medizin und die Psychologie, die alle auf der einen Seite diejenigen betreuen, die darunter leiden, dass sie nicht gebraucht werden, wie auch diejenigen, die gebraucht werden und an aus Leistungsdruck resultierender Überlastung krank werden. Das schafft Arbeit. Sie alle, und ihr könnt euch da jetzt noch ganz viele andere Berufszweige ausdenken, sie alle sind damit beschäftigt, der Gesellschaft Arbeit, Arbeit, Arbeit zu verabreichen, wie Eltern einem Baby mit zugekniffenem Mund Spinat. Sie alle, hierin liegt die Paradoxie und die Eigenart des 20. Jahrhunderts, arbeiten daran, Arbeit weiterhin notwendig zu machen. Das ist kein leichter Job, denn die Rede vom vermeintlich grenzenlosen Kapitalismus ist lächerlich. Im ökonomischen Bereich ist dies die Aufgabe von Konjunkturpolitik und Monopolkontrolle. Aufgaben, Bereiche, deren Notwendigkeit sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erwiesen. Vorher gab es die eigentlich kaum. Der Schein von Ewigkeit, mit dem sich die volkswirtschaftlichen Kategorien umgeben, ist daher nicht von äußerer, sondern von innerer Realität geprägt. Also von innerer Realität des Subjekts. Also, der Schein von Ewigkeit ist nicht von äußerer, sondern von innerer Realität geprägt. Daher die kollektive Omnipotenzfantasie und die Regression auf Ursprungsphänomene. Auch ist es deshalb möglich, vom Krisenbewusstsein in psychoanalytischen Kategorien zu reden. Der Satz, Sie wissen es nicht, aber Sie tun es, also ein ganz zentraler aus dem Fetischkapitel, bekommt so eine andere Bedeutung, weil sich das Nichtwissen nicht auf äußeres Ungewusstes bezieht, sondern auf inneres Unbewusstes, das die äußere Realität fixiert. Was freilich nicht heißt, die menschliche Psyche oder gar die menschliche Natur für den Grund zu halten, aus dem alle an der bestehenden Ordnung festhalten. Diese, also die menschliche Natur, ist nicht weniger prekär als die Gesellschaftsordnung. Sonst würde nicht regrediert. Gewiss sind sich die Individuen der Ewigkeit der Kategorien, die ihnen die Welt bedeuten, lediglich so, wie sie sonst glauben, ihr Nierenleiden vom Uropa mütterlicherseits geerbt zu haben. Das glaubt eigentlich auch niemand wirklich, aber das tut ganz gut. Daher neigen sie permanent dazu, Gesellschaft rassenbiologisch bzw. aktueller in den Kategorien der Genetik, also als Kommunikationsnetzwerk, zu beschreiben. Zutreffend ist die Rede davon, dass die bürgerliche Ideologie die Gesellschaft als ewige Naturnotwendigkeit legitimiert, also nur dann, wenn zusätzlich gesagt wird, dass auch die Begriffe der Natur schon lange nicht mehr von Notwendigkeit geprägt sind, sondern selbst auch als Konstruktionen erscheinen. Mit den Geschlechtscharakteren verhält es sich entsprechend genauso. Ewigkeit bedeutet hier Schicksal, während Notwendigkeit die Möglichkeit ihrer Überwindung durch Fortschritt mit einschließt. Wenn ich weiß, dass sich etwas objektiv notwendig vollzieht, also ein Naturgesetz, ist das genau der Trick, den ich anwenden kann, um es sich anders verhalten zu lassen. Dieser Gedanke ist in der Idee des Schicksals nicht vorhanden. Im autoritären Staat hingegen ist Zwang nicht notwendig, sondern so grundlos und unvermittelt, wie dem Ich und dem Es das Über-Ich erscheint, und so notwendig wie dieses, wenn alles so bleiben soll, wie es ist. Subjektiv ist das Über-Ich doppelte grundlose Autorität, zum einen, weil es unbewusst ist, das war es schon immer, und zum anderen, weil es keine äußere Legitimation kennt, das ist das Neue. Also im Gegensatz zum 19. Jahrhundert jetzt auch nicht mehr so neu. Soweit die allgemeine Skizze der Situation, die sich heute in der Krise befindet. Ob von ihr bereits in der Vergangenheit geredet werden müsste, das will ich noch nicht entscheiden. Aber ein wenig spezifischer, ökonomischer, jetzt kommt der langweilige Teil des Vortrags. Für diejenigen, die dabei einzuschlafen drohen, ich erkläre noch hinterher, was der Witz von Gremlitzer war. Das sollte euch vielleicht wach halten. Also, spezifisch ökonomischer möchte ich diesen Zusammenhang nochmal an der Begriffsgeschichte der volkswirtschaftlichen Kategorien selbst darstellen, um dann anschließend darstellen zu können, auf welche spezifische Geschichte die Fantasie von der Omnipotenz des Staates rekurriert.
Aus naheliegenden Gründen wähle ich dazu die Kategorien Preisniveau, Kaufkraft, Sozialprodukt und Konjunktur. Also das, was so gang und gäbe ist. Wo, lautet die Frage, steckt in diesen auf den ersten Blick rein quantitativen, sachlichen Größen der Staat? Und warum, ist dann die Frage, ist es nicht irgendein Staat, sondern der autoritäre Staat? Oberflächlich verraten die Kategorien zunächst einmal, dass sie in einem theoretischen Zusammenhang entstammen, in dem es nicht wie im Liberalismus wesentlich um Produktion, sondern in dem es um Verteilung geht. Das ist relativ einfach. Preisniveau und Kaufkraft sollen messen, wie viel die Einzelnen erhalten. Sozialprodukt ist die Summe des zu verteilenden Produkts und Konjunktur beschreibt die Schwankung der Größe des Produkts in der Zeit. Die Strömungen, also die wissenschaftlichen Strömungen, die sich um diese Begriffe herum entwickelt haben, also Keynesianismus und Neoliberalismus, unterscheiden sich nur in der Vorstellung von den Prinzipien, nach denen diese Verteilung vonstatten gehen soll. Dabei geht es nicht, Achtung Gießkanne, um die Verteilung von Konsummitteln. Die Institutionen, die die Notwendigkeit der Arbeit aufrechterhalten, also die von gerade, stellen immer wieder die Frage, wie die Gesellschaft, also das ominöse Wir, ihre Mittel verwendet. Verteilt wird, marxistisch gesprochen, die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Ideell befindet sich bereits hier der Staat im Mittelpunkt des Denkens. Die individualisierten Bürger des 19. Jahrhunderts und die arbeitsteilig arbeitenden Proletarierinnen zu dieser Zeit brauchten den Staat zwar, damit sie sich rechtsförmig zueinander verhalten können. Demgegenüber ist Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, also einer realen Abstraktion, etwas, was von vornherein nur durch eine kollektive Instanz erfolgen kann. Zwar verteilte der Staat und verteilt der Staat real kein gemeinsames Produkt, gleichzeitig ist aber jede politische Debatte an die Fiktion geknüpft, dass das Geld des Staates unser aller gemeinsames Geld ist. Wir den Gürtel enger schnallen müssen und Steuerhinterzieherinnen uns etwas wegnehmen. Es herrscht also die Fiktion, dass alle mögliche Arbeit a priori bereits verwertet ist und in Form eines Produkts vorliegt. Was natürlich Unfug ist, das entspricht dem Fixieren der Notwendigkeit in den Kategorien. Die werden nur noch als Tatsache vorausgesetzt. Der Witz ist aber, dass geguckt werden muss, wie passiert das überhaupt, wie passiert Produktion. Aber zurück zu den Kategorien und jetzt zum Preisniveau wieder. Ein stabiles Preisniveau ist zudem das Ziel der Geldpolitik, weshalb eine solche Kategorie und seine Stabilisierung ohne staatliche Autorität nicht einmal denkbar ist. Gleichzeitig, also das mit dem nicht denkbar ist wichtig, gleichzeitig korrespondieren die Begriffe mit dem aus der neoliberalen Theorie stammenden Begriff der Ordnung, also der Wirtschaftsordnung. Wer etwas Niveau nennt, wünscht dessen Stabilität und wer Stabilität zum Ziel hat, pflegt offensichtlich das Ideal einer Ordnung und nicht etwa eine permanente Fortentwicklung des Reichtums, wie sie der Liberalismus propagiert hat. Unordnung ist in diesen Kategorien zu verhindern und Preisniveau ist diejenige Kategorie, die der Notwendigkeit entspringt, zum Zweck der praktischen Stabilisierung die Höhe der Preise nicht in der Form zu messen, in der dies im Kapitalismus naturwüchsig geschieht, also in Geld. Das taugt nicht. Das merken wir jetzt ja auch wieder. Stattdessen braucht es, um im Jargon der wirtschaftspolitischen Sozialtechnologie zu formulieren, eine operationalisierbare Kategorie. Es braucht ein zweites Maß, um die Angemessenheit des ersten, also des Geldes, zu kontrollieren. Das Geld, das macht immer so wilde Sprünge an der Börse. Dieses zweite Maß der Preise wiederum erscheint notwendig und setzt sich wirtschaftspolitisch durch, weil die vermeintliche Instabilität kenntlich wurde an der Unzuverlässigkeit des natürlichen Maßes in der Krise. Also natürlich jetzt immer hier nicht biologisch oder sowas gedacht, sondern dem Begriff der Sache, also seiner Natur entsprechend. Und das Kapital misst sich halt nur mal im Geld, das kann nicht anders. Und der Wert auch. Historisch war diese Durchsetzung der Kategorie Preisstabilität eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise und in Deutschland auch auf die Inflation von 1923. Die Instabilität ihrerseits war zwar nur die bornierte Wahrnehmung des krisenhaften Fortgangs der Kapitalakkumulation, also von etwas vorab Instabilem,
Aber was interessiert das die an ihrem Erhalt Interessierten? Innerhalb weniger Jahre wurde Mitte der 1920er Jahre der zuvor in der bürgerlichen Nationalökonomie nahezu nicht existente Zustand der Krise zum zentralen Problem. Weil er als Begriff aber die Einsicht in die Unhaltbarkeit des Wert als Verkehrsform erzwingt, musste er sofort wieder im Mythos der Konjunktur zum Verschwinden gebracht werden. Konjunktur, egal ob sie gerade aufschwingt, abflaut, einbricht oder gar stagniert, ist nicht einfach nur ein anderes, weniger marxistisch belastetes Wort für Krise. Konjunktur korrespondiert ebenfalls mit dem Begriff der Ordnung und meint den Prozess des immer wieder Abweichens und Zurückkehrens zum Ideal der Ordnung, die sich nicht permanent selbst revolutioniert, sondern sich lediglich im Wachstum befindet. So entstand der wissenschaftliche Zweig der Konjunkturforschung und mit ihr Konjunkturpolitik, die das Ziel haben sollte, den Werdegang der Wiederherstellung der Ordnung zu bestimmen. Also deswegen sitzen da immer die Experten, weil die angeblich wissen, wie es wieder alles zum Normalzustand kommt. Vorgestellt wurde diese Ordnung als Gleichgewicht, was zur Notwendigkeit zurückführt, mit dem Preisniveau ein zweites Maß des Reichtums neben dem Geld zu entwickeln. Denn die naturwüchsige Akkumulation des Kapitals mit Notwendigkeit kennt kein Gleichgewicht, sondern nur ein permanentes Mehr durch die permanente Revolutionierung der Produktion. In der Fähigkeit des Geldes, für alles im Allgemeinen und für nichts im Besonderen einstehen zu können, stellt sich die Gleichheit der Arbeitsprodukte als Produkte abstrakt menschlicher Arbeit dar. Aber das Geld misst tatsächlich nicht das Gleichbleiben der Proportionen bei der Reichtumsverteilung, in dem Sinne, in dem die Nationalökonomie der 20er Jahre es gerne gehabt hätte, um feststellen zu können, wann etwas aus dem Ruder läuft. Die konstruktive Schaffung eines solchen zweiten Maßes macht daher auf den ersten Blick sehr viel Sinn. Denn wie wäre Geld alleine als Maßstab heranzuziehen? War das Preisniveau in Italien vor der Einführung des Euro höher als in Deutschland, weil bereits an Kaffee ein paar hundert Währungseinheiten kostete? Steigt das Preisniveau in einem Land, in dem alles doppelt so teuer wird, wenn auch alle Einkommen um das Doppelte steigen? Der Begriff Preisniveau ist die Umkehrung des Begriffs Kaufkraft, bei dem sich dasselbe Problem ergibt. Wie lässt sich messen, was ich für 5 Euro bekomme, wenn die Antwort nicht tautologisch sein soll? Denn sie lautet selbstverständlich nur, das, was 5 Euro wert ist. Oder ich bin beschissen worden. Aber das kann nicht für alle gelten. Und dass das, was 5 Euro wert ist, zu verschiedenen Zeitpunkten Verschiedenes sein kann, ist keinem fehlenden zweiten Maß geschuldet, sondern der Tatsache, dass Geld Ausdruck des Werts ist, der wiederum ein unberechenbares gesellschaftliches Verhältnis und an sich selbst geschichtlich ist. Deswegen sind die Dinge mal mehr und mal weniger wert, was noch nichts über ihren Preis aussagt. Was also auf den ersten Blick Sinn zu machen scheint, ist auf den zweiten Blick eine aus einer praktischen Absicht entstandene Unmöglichkeit. Weil die Praxis darauf zielt, die Wertform des Geldes als fixe Größe zu behandeln. Es ist tatsächlich, als wolle wer ein Programm mit einer Gießkanne stricken. Es geht hier nicht um die von der Volkswirtschaftslehre bei Zeiten eingestandene Unmöglichkeit, Änderungen von Preisniveau in Kaufkraft in der Praxis zu ermitteln. Deswegen haben sie immer nur ihre Indikatoren. Es geht um eine bereits logische Unmöglichkeit, weil das Geld eben nicht in erster Linie quantitativer Maßstab ist. Weil wenn man sich fragt, was misst das Ding eigentlich, dann weiß man, nee, eigentlich misst das gar nichts. Also diesen Gedanken kann man sich durchaus mal machen, der ist sehr verwirrend. Also, das Geld ist nicht in erster Linie quantitativer Maßstab des Werts, sondern vermittelter Ausdruck des Widerspruchs der Form des Reichtums selbst. Der Reichtum muss sich bewegen, also akkumulieren. Und das macht er, weil er widersprüchlich ist. Als solcher ist der Wert hinten und vorne nicht vermittels der Konstruktion eines zweiten Maßes operationalisierbar. Operationalisierung durch den Staat zielt in letzter Instanz darauf, dem Kapital seine naturwüchsig sich vollziehende Geschichte zu nehmen und es eben als Ordnung, wie in den neoliberalen Begriffen, zu etablieren, als Ordnung, die a priori stabil ist und Arbeit, wie oben erläutert, erst notwendig macht und nicht die Notwendigkeit der Arbeit voraussetzt. Das ist immer der wichtige Widerspruch bei der ganzen Sache. Also 19. Jahrhundert, Arbeit ist notwendig. Wie sie das wurde, ist nochmal ein ganz anderes Thema. 20. Jahrhundert, Arbeit ist nicht notwendig, sondern wird notwendig gemacht.
So, die Nestbarkeit hat natürlich auch einen politischen Grund. Die Sozialdemokraten und die christlich orientierten Sozialpolitiker vor dem NS wollten beweisen, dass die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht gerät, weil sich die Verteilungsproportionen zu Ungunsten des Proletariats verschieben. Und die Konservativen wollten das Gegenteil beweisen, nur weil das Proletariat zu viel kriegt. Deswegen ist es mit den übertriebenen Forderungen des Proletariats in den Ruin getrieben worden. Das ist natürlich beides Blödsinn, wird aber heute immer noch aufgeführt, das Spielchen. Selbstverständlich kann aber mit dem Preisniveau keine von beiden Seiten irgendetwas beweisen. Die bereits vor der Weltwirtschaftskrise entwickelten frühen Konjunkturmodelle, die der Vorhersage dienen sollten, waren so unzureichend, dass sie nicht einmal in der Lage waren, die Weltwirtschaftskrise überhaupt anzuzeigen. Also selbst zu dem Zeitpunkt, als sie dann da war. Man sah nichts in den ganzen Statistiken. Die ökonomischen Experten stehen heute nicht zum ersten Mal in der Geschichte völlig baff vor den Resultaten ihrer eigenen Gesellschaft und deren Handel und Wandel. Ein Wunder war das nicht, also dass die Modelle nichts gezeigt haben. Denn die operationalisierbaren Kategorien selbst waren ja noch wissenschaftliche Blaupausen und die Entwicklung der Macht, die in der Lage gewesen wäre, die Ordnung herzustellen, in der die Kategorien gelten, nämlich der autoritäre Staat, war zwar schon ziemlich weit gediehen, aber aus der Rückschau betrachtet, war er noch in der Entstehungsphase. Der sogenannte Kriegssozialismus des Ersten Weltkriegs hatte zwar schon einiges an Vorarbeit geleistet, aber gebrauchsfertig waren die Kategorien erst nach 1945. In den USA schon ein bisschen vorher, also so genau müsst ihr das mit dem Datum nicht nehmen. Die zwar logisch unmögliche, aber trotzdem reale Konstruierbarkeit von Preisniveaus und Konjunktur ist das historische Resultat der Indienstnahme des Staates bei der Konstruktion der gesellschaftlichen Gesamtarbeit als Notwendigkeit. Denn das Preisniveau existiert in den gebräuchlichen Definitionen nicht als eigenständige Größe, sondern als Relation zwischen der Anzahl der zirkulierenden Einheiten einer Währung, also wie viel Geld einer Währung gibt es in der Praxis, und den Einheiten des Bruttosozialprodukts des Staates, auf dessen Gebiet diese Währung gilt. Weil diese Geltung der einen staatlichen Währung garantiert und die mögliche Geltung anderer Währungen ausgeschlossen werden muss, ist die Kategorie Preisniveau unmittelbar gekoppelt an die Existenz staatlicher Souveränität. Sonst kann man das Ding gar nicht messen. Viel wichtiger aber für den Nachweis, dass die volkswirtschaftlichen Kategorien nicht nur an die Existenz irgendeines Staates, sondern an dessen autoritäre Form geknüpft sind, ist die Problematisierung der Kategorie Einheit des Bruttosozialprodukts, also in der Relation. Worin soll diese Einheit eigentlich bestehen? Das Bruttosozialprodukt, weiß die Einführung in die Volkswirtschaftslehre, ich weiß gar nicht, welche ich da zitiert habe, aber das steht überall so drin, Zitat, stellt die Summe aller Güter und Dienstleistungen dar, die in einer Wirtschaftsperiode erstellt werden. Es versteckt sich hinter dem Problem des Preisniveaus ganz offensichtlich das Problem der Dialektik von Tauschwert und Gebrauchswert, wobei ersterer, also der Tauschwert, problemlos in Geld messbar ist, letzterer aber bekanntlich nur in der seiner Naturalform angemessenen Einheit gemessen werden kann. Denn wie genau sollen denn alle Güter und Dienstleistungen summiert werden? In Meter, Liter, Kilogramm, Stück oder Volumen? Die Vorstellung einer Metereinheit, die alle Gebrauchswerteinheiten umfasst, ist absurd. Ist ein Liter Milch nun eine Einheit Bruttosozialprodukt oder sind es sieben? Ist ein Fließband eine Einheit Bruttosozialprodukt und ist ein Pfund Kaffee ungemahlen, so viele Einheiten wie Bohnen im Päckchen sind, während es gemahlen eine halbe ist? Von der Addierbarkeit der Dienstleistungen sage ich jetzt erstmal gar nichts. Die spätere Nationalökonomie hat dementsprechend, weil sie dieses Problem mitten hat, also fett hat, aber sich nicht drum kümmert, hat dementsprechend theoretisch nichts als Dummheit zu bieten. Insofern setzt sie tatsächlich die Vulgärökonomie fort. Praktisch befand sie sich aber eben im Bündnis mit einer Macht, die nicht nur austeilen, sondern auch zuteilen kann. Die Macht kann die logische Unmöglichkeit zwar nicht logisch lösen, denn selbstverständlich gibt es keine zweite Einheit des Sozialprodukts. Sowohl Brutto- als auch Netto-Sozialprodukt werden letztlich doch wieder in Geld angegeben.
Was sie aber machen konnte und was historisch die Existenzweise des autoritären Staates begründet hat, war, sich das Leben der Menschen so unterzuordnen, dass alle gezwungen sind, sich selbst und den Wert ihres Lebens im Lichte des Ganzen zu sehen. Die Nützlichkeit der anderen für dieses Ganze, gemeinhin das Volk, wird das willkürliche Maß dafür, was den Einzelnen ihres individuellen Werts wegen zukommen soll. Vermittels eines solchen Willkürakts entsteht tatsächlich die Möglichkeit des zweiten Maßes. Was sich dann nämlich durch Messen beurteilen lässt, ist die Antwort auf die Frage, ob etwa der Lohn, den Einzelnen in Geld erhalten, dem entspricht, was sie aus der so fetischisierten Sicht des Ganzen verdienen, oder ob er den Nutzen für dieses Ganze übersteigt und somit die Produktion von Notwendigkeit untergräbt. Gleichgewicht herrscht in dieser Illusion, wenn der Verdienst dem Nutzen entspricht. Es ist dies noch heute die Logik des berühmten Warenkorbes, der einen Index für die Kaufkraft und damit auch für das im Allgemeinen unmessbare Preisniveau abgeben soll. Sie beherrscht, also die Fiktion, beherrscht jede Debatte um Verteilungsgerechtigkeit, Managergehälter und Lohnzurückhaltung in Tarifrunden und ihren Ausgangspunkt hat sie in der Rassenbiologie und den Debatten um Euthanasie und Sterbehilfe. Der Staat als Hüter der Gesamtarbeit wird so zu einer Form der Selbstwahrnehmung und somit eben auch zu einem psychologischen Sachverhalt. Damit haben wir den Bogen zum ersten Teil hoffentlich einigermaßen sauber hingekriegt. So und nur so machen Preisniveau, Kaufkraft, Sozialprodukt und Konjunktur irgendeinen Sinn. Sie verweisen, jetzt wieder allgemein gesprochen, auf eine Gesellschaft, die ohne Revolution aus ihrer Naturwüchsigkeit nicht herauskommt, aber gleichzeitig nur aus souveräner Willkür in ihr verbleiben kann. Die geschlechtlich dichotom angeordneten Subjekte erscheinen dementsprechend als nationale Konstruktionen, die sich die Notwendigkeit der Gewalt, die sie sich antun, von Natur garantieren und vom Staat aufzwingen lassen wollen. Also es kommt jetzt der aktuelle Teil über die Finanzkrise, beziehungsweise über die Finanzmarktrettungsaktionen. Der ist weitgehend in einem Phase-2-Artikel, deswegen ich glaube, ich den einigermaßen guten Gewissens kürzen kann. Gut, also das erstmal die Beschreibung der Konstellation des Kapitals vor der Krise. Also letztendlich, also immer noch, weil die Krise ist nicht gelöst, dieser Konstellation ist in der Krise. Und jetzt gucken wir also auf dieser Basis, wie reagieren die Leute auf die Krise. Im Moment des Zusammenbruchs wiederum taucht mit einem Schlag die schon lange liquidiert geglaubte Objektivität des Werts und dessen notwendige Darstellung in Geld wieder auf. Alle Bemühungen waren umsonst, ist die Feststellung. Die erste Reaktion darauf war die schlagartige kollektive Fantasie von der Macht des Staates, der diese Liquidation, also die der Objektivität des Werts ins Werk setzt. Ganz so reagieren alle, als wäre der, also der Staat, zuvor abwesend gewesen und nicht gerade dessen Scheitern manifest geworden. Bei der Frankfurter Rundschau verhält es sich etwa so, verstaatlicht alle Banken, lautete die Forderung am 30.09., also vergangenen Jahres. Also sind jetzt alles, die Zitate, die jetzt kommen, dann brauche ich das nicht immer sagen, sind alle aus den ersten paar Wochen bis zum Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Verstaatlicht alle Banken am 30.09. und eine Woche später wurde dann unter der Überschrift »Mehr Staat wagen« eine Chance beschworen. Zitat, diese Krise erzwingt eine Neuorientierung nicht nur an den Kapitalmärkten. Diese Regierung hat die Chance, den Nutzen eines starken Staates für die Gesellschaft zu demonstrieren. Jetzt wäre nicht gerade demonstriert worden, dass auch das nicht mehr hilft. Am nächsten Tag wurde die Chance dann auch schon Wahrheit. Wieder Zitat, die Wahrheit ist, in letzter Instanz ist der Unterschied zwischen Staat und Markt kaum vorhanden. Am Ende ist alles Staat, am Ende sind es die Steuerzahler, die ihr Geld, ihre Bonität hergeben, damit sie auch morgen noch Geld verdienen können. Die Absicht der Autorinnen dieser Zeilen dürfte sein, die Leserinnen äußerlich fixiert in innerer Sicherheit zu wiegen. Wer aber derartiges liest und sich zudem traut, über das Gelesene nachzudenken, braucht keine längeren Abhandlungen, um die Rede vom selbstzweckhaften Charakter der Verwertung des Werts zwar nicht zu begreifen, aber zumindest doch als Ergebnis gesellschaftskritischer Reflexion plausibel zu finden. Die verkündete Bereitschaft, Geld herzugeben, um anschließend wieder welches verdienen zu können, geht locker als Wink des automatischen Subjekts mit dem Zaunpfahl durch. Auch die Rede von der neoliberal verblendeten Öffentlichkeit gerät mit einem Schlag ins Wanken.
Wer freilich nicht wahrhaben möchte, dass die vorherige Rede vom Neoliberalismus im Wesentlichen Ressentiment war, ich glaube, ich habe lange genug darüber geredet, dass es den, so wie er vorgestellt wurde, gar nicht gab. Also wer das nicht wahrhaben möchte, wird die momentane Staatsfixierung wohl als politischen Sieg wahrnehmen, was ja ein breites Spektrum der linken Sozialdemokratie auch so tut. Auch ergibt sich in der akuten Krise für einen Augenblick ganz ohne theoretische Herleitung die Plausibilität des Satzes, dass Wert nicht nur eine ökonomische Größe ist, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis. Es muss wohl irgendwie so sein, wenn alle Welt sich darüber den Kopf zerbricht, wie es wohl kommen kann, dass die Pleite von Banken in irgendwo unmittelbar Auswirkungen auf die eigenen Lebensbedingungen hat. Und nicht nur auf die Höhe des Werts des bescheidenen eigenen Besitzes. Selbstredend befinden sich bei denjenigen, die das feststellen, auch solche, die noch nie eine Aktie aus der Nähe besessen haben. Also ich zum Beispiel. Der Begriff der Totalität verwandelt sich so in etwas anderes als eine Kategorie negativer Dialektik, die er im autoritären Staat seinem Wesen nach ist. Und darüber, dass die Totalität des Weltmarktes seiner universellen Natur nach in konkurrierende Nationalökonomien zerfällt, braucht nicht einmal mehr diskutieren, wer zur Kenntnis genommen hat, wie schnell alle im engeren Sinne Verantwortlichen betonen, dass jeder Staat seine eigenen Banken zu retten habe. Allerdings bleibt es gewöhnlich bei diesem kurzen Augenblick der Erkenntnis. Zitat: Man muss das Kapital vielmehr abschaffen wollen, wenn man es begreifen will. Und dieser Wille, das Kapital abzuschaffen, hat außertheoretische Gründe. So hat Wolfgang Port einmal die Voraussetzungen dafür formuliert, unter denen mit der objektiven Widersprüchlichkeit ein einigermaßen angemessener Umgang gefunden werden kann. In der Krise kommt unmittelbar wieder zu Bewusstsein, dass in der Welt sachliche Abhängigkeit im wahrsten Sinne des Wortes herrscht. Gleichzeitig ist dies aber die Voraussetzung dafür, also diese Bewusstwerdung, dass alle Beteiligten ihre übliche strukturelle Dummheit erneut in bewusste Entscheidungen verwandeln. Die strukturelle Dummheit ergibt sich aus der für sie im Konkreten notwendig undurchsichtigen Relation ihrer eigenen ökonomischen Praxis zur Reproduktion des Gesamtsystems. Dies konnten sich die Charaktermasken leisten, weil zum einen der Wert als automatisches Subjekt sie dazu brachte, sich an den sachlich gegebenen Zwang zur Produktion anzupassen. Die Akte der Anpassung führen zu einer Summe bornierter Einzelperspektiven, die weitgehend identisch, aber unfähig sind, ihre Identität zu erkennen. Reproduzieren und als gesellschaftliches Verhältnis durchsetzen kann der Wert sich objektiv hinter dem Rücken der Einzelnen, auch dann, wenn er durch den Staat als Notwendigkeit wieder gesetzt wurde. Das ist zwar etwas anderes, aber trotzdem gelten die Kategorien des Kapitals noch. Nur der Grund ihrer Geltung hat sich gewandelt. Wenn dies, also die Objektivität des Werts, im Desaster endet, ist es mit der Einheit des Bewusstseins entsprechend schnell vorbei und autoritäre Garantien der Einheit sind gefragt. Der Charakter der sachlichen Abhängigkeit aller von allen, die die komplett subjektlosen volkswirtschaftlichen Modelle möglich macht, soll auf einmal eine reine Willensanstrengung sein. Die Rettungspläne müssen zwar nicht plausibel, dafür aber gewaltig sein. Spiegel Online etwa berichtet über eine geplante Maßnahme des gewaltigen Rettungsplans, Zitat gewesen, so, wieder Zitat Spiegel: Gleichzeitig werde geprüft, ob die Regierung für neu emittierte Anleihen der Banken garantieren könne. Das würde den Banken erleichtern, sich über die Ausgabe festverzinslicher Wertpapiere neues Geld zu beschaffen. Das heißt Refinanzierung der Banken im Kapitalmarkt, im Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz. An derartigen Sätzen ist der Wunsch abzulesen, dass alles trotz Krise weiterlaufen soll wie bisher. Die Resultate des bisherigen Krisenprozesses sollen weiterhin fixiert werden können. Also die volkswirtschaftlichen Kategorien sollen weiterhin gelten. In dem typischen Gedanken zur Geldbeschaffung mittels Staatsgarantie geht aber gerade deshalb alles drunter und drüber, weil in ihm ein durch keine politische Maßnahme überbrückbarer Widerspruch keine Beachtung findet. Dieser Widerspruch besteht zwischen den bornierten, aber identischen Perspektiven aller einzelnen Banken und der Objektivität der Zirkulation des Kredits. Denn einmal angenommen, der Staat wäre in der Lage, für die Ausgabe von Wertpapieren zu bürgen, was er ja auch tut. Selbstverständlich stimmt es dann, dass einer Bank die Geldbeschaffung leichter fällt. Nur,
Was für jede einzelne Bank stimmt, stimmt unter Berücksichtigung der Vorgänge in der Zirkulationssphäre, welche die einzelnen Perspektiven im Tausch miteinander verbinden, gerade nicht mehr. Denn die neu emittierten Anleihen, die den Banken Geld verschaffen sollen, müssen mit bislang anderswo deponiertem Geld bezahlt werden. Die Summen, um die es hier geht, hat hier niemand unterm Kopfkissen. Der Staat rettet mit solchen Garantien gerade nicht alle systemrelevanten Banken, also das Schlagwort für alle, die dies betrifft, sondern setzt die Bedingungen, unter denen diese sich erst recht in den Ruin konkurrieren. Der einzige Unterschied zu vorher ist der, dass diejenigen Banken die Gewinner sein werden, deren Staat dieses Spielchen am längsten durchhält. Daher der urplötzliche Zerfall des scheinbar globalisierten Kapitals in nationale Fraktionen, den die bornierten Einzelperspektiven permanent leugnen. Der kollektiv angestrengte staatliche Wille in der Krise dichtet sich, wenn er sich sowas ausdenkt, gegen Erkenntnis ab, die ist eigentlich ganz einfach, die Überlegung, die ich gerade vorgetragen habe. Das wissen die auch alle, nur wenn sie handeln, müssen sie es wieder vergessen. Also, der kollektiv angestrengte staatliche Wille in der Krise dichtet sich gegen Erkenntnis ab und vermeidet um jeden Preis diejenige Erkenntnis, dass der Finanzmarktkrise eine Entwertung des produktiven Kapitals vorausgegangen sein muss und eben kein Rückschlag auf die Realwirtschaft erfolgt. Die Kettenreaktion entsteht ja, weil mit den Verlusten einer Bank oder einem Unternehmen auch der Wert der Anteilsscheine an diesen Gesellschaften sinkt. Und diese wiederum stehen als Guthaben in den Bilanzen der anderen, was wiederum deren Kreditwürdigkeit sinkt, weil ihre Sicherheiten schwinden und so weiter. Das kann man lange fortspinnen. Die laut Begründung des Finanzmarktsicherungsfondsgesetzes ursächliche Mangel an Vertrauen, von dem alle reden, besteht also durchaus zu Recht, weil alle hoffen, dass die Entwertung am eigenen Kapital vorübergehen möge. Nur ist dieser Mangel an Vertrauen nicht ursächlich. Praktisch, aber unbewusst, erkennen alle Einzelnen die Entwertung, die vorausgegangene Entwertung des produktiven Kapitals an und setzen sich das paradoxe Ziel, die Konkurrenz als objektive Gegebenheit auszusetzen, weil wenn sie nicht ausgesetzt würde, dann würden die Pleiten passieren, um die Konkurrenzbetriebe mit der blinden Gewalt des Wertgesetzes persönlich niederzustrecken. Das ist wiederum wie mit der Gießkanne stricken. Dies erscheint notwendig, weil in der Überakkumulationskrise nicht notwendigerweise die in der Konkurrenz unterlegenen Betriebe die Pleitekandidaten sind. Also oberflächlich zeigt sich das schon ganz einfach. Ein Unternehmen, das in falsche Aktien investiert hat, um kurzfristigen Gewinn so anzulegen, dass er in einem Jahr wieder für irgendwelche weiteren Investitionen gebraucht werden kann, ist natürlich nicht deswegen konkurrenzunfähig, weil es die falsche Bank war. Also das Kapital selbst und die Anlage, in der ein Teil des Wertes dieses Unternehmens steckt, haben ja nichts miteinander zu tun, außer Wert im Allgemeinen zu sein. So, also alle wollen die blinde Gewalt des Wertgesetzes, mit der blinden Gewalt des Wertgesetzes die anderen persönlich niederstrecken. Wenn es subjektives Versagen Einzelner in den USA gegeben hat, haben deren Handlungen, also die der Einzelnen, nicht als Krisenursachen auch den eigentlich soliden anderen Nationalökonomien geschadet, sondern umgekehrt dem genauso krisenanfälligen restlichen Kapital genützt, indem sie den Entwertungsschock auf das eigene Kapital gelenkt haben. Würden die Europäerinnen ihr nationales Interesse nicht wahnhaft im Sinne der deutschen Ideologie geltend machen, sondern rational oder äußern, wären sie den amerikanischen Managern, so die den Fehler gemacht haben, zu Dank verpflichtet. Die Behauptung, subjektive Gier amerikanischer Manager habe die Krise verursacht und die dortige Regierung habe auch unverantwortlich reagiert, ist die Projektion des Wunsches, nachdem in der nächsten Runde der Krise wiederum die USA die Hauptverlierer sein sollen. Die Wut nicht nur auf die amerikanischen Manager, sondern auch auf die eigenen Ackermänner wiederholt diese Bewegung und renationalisiert die Fantasie von der Realwirtschaft im Bewusstsein, weil sie an einzelnen Personen nicht nur das bornierte eigene Interesse festmachen, sondern an ihnen auch jede vom Staat nicht kontrollierbare Objektivität ausschließen möchte. Genau, also diese ganzen Ideen von irgendwie, wir müssen das alles dadurch lösen,
dass wir Transparenz schaffen, dass alles durchsichtig wird, dass alle mehr Ahnung von der Wirtschaft haben. Das soll jetzt auch in Schulen schon gelehrt werden. Das ist alles grober Unfug und mit dem ganz simplen Gedanken zu erledigen, dass im Kapitalismus in der Konkurrenz nie alle gut beraten sein können, sondern es immer nur die Sieger im Nachhinein waren. Der gleiche objektive Widerspruch, also wenn alle genau wissen, wer demnächst pleite gehen wird, also was anderes kann dieses Wissen nicht beinhalten, dann heißt das natürlich, dass niemand mehr deren Aktien kauft, so wie jetzt bei der Hypo Real Estate, und dann sind sie erst recht pleite. Der gleiche objektive Widerspruch zwischen den Perspektiven aller und dem des Ganzen wird offenbar, wenn nicht einfach vorausgesetzt wird, dass der Staat in der Lage ist zu bürgen, sondern wenn gefragt wird, woher der Staat das Geld für die Garantien nimmt. Also in der bisherigen Argumentation hatte er das einfach. Was natürlich unrealistisch ist. Das Geld kann nur aus entweder Steuereinnahmen oder aus Staatsschulden stammen. Steuern senken die Liquidität derjenigen, die sie zahlen. Das heißt, wenn die Umsätze nicht einbrechen sollen, und das sollen sie nicht, steigt der Bedarf an Kredit in dem Maße, in dem er staatlich garantiert wird. Das Geld ja anderswo abgezogen wird. Soll das Geld aus Staatsschulden stammen, und das ist das, was zurzeit erstmal passiert, muss Kreditfähigkeit nichtstaatlicher Stellen bestehen, bevor der Staat die vermeintlichen Mittel hat, sie herzustellen. Damit wird endgültig deutlich, dass die Zirkulation ihren Namen zu Recht hat. Es dreht sich in ihr alles im Kreis, weil sich die vermeintlich unabhängige Realwirtschaft nur in ihren Formen bewegen kann. Das Bewusstsein von den wechselseitigen Tauschbeziehungen innerhalb der Zirkulationssphäre, im autoritären Staat ohnehin nicht sonderlich ausgeprägt, weil genau das ja immer fixiert werden soll, kommt in der akuten Krise vollends unter die Räder, obwohl sie gerade hier Thema werden müssten. In den Worten der Zeitungskommentare sind die bisherigen Maßnahmen verpufft. Das liegt freilich nicht daran, dass die aufgewendeten Mittel zu gering gewesen wären, sondern vielmehr strukturell daran, dass sich die notwendige Entwertung, die alle vermeiden möchten, weil individuell wollen sie alle bei den anderen, objektiv wollen sie alle vermeiden, weil diese Entwertung in der Zirkulation nachvollzogen werden muss. Solange das nicht geschieht, lässt sich das Spielchen mit jeder beliebigen Summe wiederholen. Zusammenfassend, das Bewusstsein ist in der Krise von dem Glauben bestimmt, die Souveränität des Staates erlaube es, sich über die auf Marktbewegungen reduzierte Bewegung des Wertes hinwegzusetzen. Also die Reduktion auf Marktbewegungen hatte ja der autoritäre Staat ohnehin schon geleistet. Jetzt wird aber geglaubt, dass die Souveränität des Staates es erlaubt, sich über die auf Marktbewegungen reduzierte Bewegung des Wertes hinwegzusetzen, um so die Resultate zu erzwingen, welche die Produktion eigentlich hätte erzwingen müssen, wenn niemand die zum Finanzcrash verniedlichte Krise verursacht hätte. Formal wird dies insbesondere, also dieser Glaube, dass es ein eigentliches Besseres gäbe, formal wird dies insbesondere daran deutlich, dass das FMSTFG, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie es heißt, hier steht es nur abgekürzt, also dieses Gesetz, neue Bilanzierungsregeln festschreibt, die den Banken erlaubt, den durch den Crash erfolgten Wertverlust ihrer Papiere zu ignorieren. Damit sind jede Menge Insolvenzen umgangen worden. Und falls das nicht ausreicht, wurde auch noch der Zustand der Überschuldung neu definiert. Zitat aus dem Gesetz, Überschuldung liegt nun, Zitat weiter, dann vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Das war bisher auch so. Und ist das Neue, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Zitat Ende. Was auch immer Wirtschaftsexperten, die das Gewitter erst sehen, wenn es aufgehört hat zu regnen und das Haus weggeschwommen ist, so für überwiegend wahrscheinlich halten. Die inzwischen diskutierte Bad Bank treibt dieses Prinzip auf die Spitze. Also in beiden Varianten, in der amerikanischen, wo es eine staatliche Bank ist, und auch in der deutschen Variante, weil so wie ich das gerade sehe, überhaupt nicht einberechnet wird, dass diese ausgelagerte Gesellschaft, die alle Verlustpapiere beinhaltet, natürlich auch als Verlust bilanziert werden muss. Aber wer weiß, so eine Bad Bank ist egal. All diesen Ideen liegt die Weigerung zugrunde, den in der Krise zutage tretenden vergänglichen Charakter des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis zur Kenntnis zu nehmen.
Es soll fixiert und damit um sein dynamisches Wesen gebracht werden. In dieser Hinsicht ist die Idee von der Omnipotenz des Staates eine Verleugnung der Krise. Erst hieraus ergibt sich die Schlagseite der Ideen zur Rettung der vermeintlichen Realwirtschaft. Denn mit den Widersprüchen innerhalb der Zirkulation hört die Sache ja nicht auf. Die Idee, die Bankenkrise lasse sich durch die Gewährung großer Mengen von Kredit beheben, negiert auf reichlich eigenartige Weise den Ausgangspunkt, von dem aus der Gedanke gestartet war. Also jetzt nicht meiner, sondern tatsächlich deren Gedanke. Denn durch sie wird rückwirkend Kapitalmangel als Krisengrund fingiert. Das ist wiederum gerade dann irrwitzig, wenn die Überbewertung der amerikanischen Immobilien als Krisengrund betrachtet wird. Denn die geschah ja, weil Überfluss an Kapital herrschte. Die schlecht abgesicherten Kredite wurden vergeben, weil die Banken nicht wussten, wohin mit dem Geld. Auch hier waltet wieder der Widerspruch zwischen Besonderem und Allgemeinem. Subjektiv scheint es nun allen an Geld zu fehlen, weil es zuvor objektiv zu viel gab. Die Staatsaktion hat den in sich selbst widersprüchlichen Zweck, diesen Zustand beizubehalten. Eine Krise ist auf eine solche Art noch niemals gelöst, sondern immer nur der Crash in die Zukunft verschoben worden. Momentan, und jetzt kommen wir zur Spezifik der jetzigen Situation, würde ich sagen, wird sie in den Staat verschoben bzw. in diesen zurückgeholt. Zu dem Letzteren sage ich gleich ganz am Ende noch was. Die aktuellen Fantasien machen glauben, die sozialen Resultate der seit den 80er Jahren prozessierenden Krise des produktiven Kapitals des autoritären Staates seien fixierbar. Geschielt wird dabei permanent auf den Verlauf der Weltwirtschaftskrise 1929, die ja im Rückblick tatsächlich als gelöst erscheint, weil sie in der Nachkriegsprosperität mündete. Dass inzwischen in Deutschland der Nationalsozialismus herrschte und alle relevanten Nationalökonomien unter der Bedingung eines Weltkriegs organisiert werden mussten, gilt nicht nur hierzulande als erschwerender Umstand, der das Wirtschaftswunder nur umso größer macht. Dass in der akuten Krise die Idee des starken Staates, wie in den FR-Zitaten, wieder ins Blickfeld der Debatten rückt, macht aber sehr viel mehr Sinn, wenn es als Hinweis darauf gedeutet wird, dass Faschismus und Krisenlösung keinesfalls so weit auseinanderliegen, wie es die Bürger gerne hätten. Das ist aber heute nicht das Thema, denn momentan ist dieses Staatsprogramm in der Krise. Die Kommentare und Rettungsprogramme sind daher weniger als Hinweis auf die mögliche Wiederholung derjenigen Konzepte zu deuten, welche die Identität des starken Staates erzwangen, sondern als wehmütige Erinnerung an den Fortbestand des Erzwungenen. Sie enthüllen diejenige Autorität, die die Kategorien der VWL und das öffentliche Bewusstsein jahrzehntelang verhüllt hatten. Die Rettungspakete wiederum verlagern die praktische Leugnung des objektiven Widerspruchs zwischen der Perspektive aller und der des Ganzen von der Behandlung des Werts des Geldes, darum geht es in der Zirkulationssphäre, auf den Wert der Arbeit. Jetzt kommen wir wieder zu der Notwendigkeit vom Anfang zurück. Bei der Finanzmarktretterei geht es darum, dass nun alle zu wenig Geld haben, weil es objektiv zu viel gibt. In den Programmen zur Ankurbelung der Nachfrage, also Rettungspaket 1 und 2, geht es darum, dass der Wert der Arbeit zu niedrig ist, ihre Produktion objektiv aber zu teuer. Ab jetzt kommen relativ ungedeckte Spekulationen, die will ich einfach mal so in den Raum stellen. Der Wert der Arbeit ist ihr Preis, also der Lohn. Subjektiv heißt dabei nicht, die Löhne sind zu niedrig, weil wir uns gerne mehr kaufen können möchten, sondern es heißt, sie sind zu niedrig, um dem Kapital genügend Absatz zu verschaffen. Subjektiv meint also aus der Perspektive der Realisation des investierten Kapitals. Hier, an diesem Punkt, fangen die keynesianischen Sozialstaatsidealistinnen an zu frohlocken. Aber bereits daran, dass sie für ihre Konsumgutscheine niemand interessiert hat, hätten sie merken können, dass irgendwas nicht stimmen kann an ihren Ideen. Das Desinteresse der Wirtschaftspolitik an ihnen liegt zum einen natürlich daran, dass eine solche Maßnahme aus nationaler Perspektive äußerst unzuverlässig ist. Ein Großteil der Produkte, die Hartz-IV-Empfängerinnen für zusätzliches Geld kaufen würden, wird im Ausland produziert. Auch bei der Abwrackprämie für Autos besteht dieses Problem. Gleichzeitig sind die deutschen Autokonzerne aber zu fett, als dass ihr Absatz dem Markt überlassen werden könnte. Was sowieso kein neues Phänomen ist. Also der Volkswagen hat ja Tradition. Subjektiv zu billig sind die Löhne ebenfalls
aus der Produktionsperspektive der Einzelkapitalien. Das mag eine überraschende Aussage sein, weil das Kapital doch immer über zu hohe Löhne meckert. Aber das, dass sie das tut, ist selbstverständlich, also dass sie das in dieser Breite tut, ist selbstverständlich schon eine resignative Haltung gegenüber der Überakkumulation der letzten Jahre. Viel lieber wäre es auch dem Kapital, wenn es hohe Löhne zahlen könnte, weil es dann eine Investitionsmöglichkeit für das überakkumulierte Kapital in Geldform hätte und damit Profitmöglichkeiten. Objektiv zu teuer, also darauf bezieht sich hauptsächlich die Spekulation, ist die Arbeit auf der Ebene der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Um sie als Notwendigkeit zu setzen, also das, was der autoritäre Staat seit jetzt einiger Zeit tut, muss sie in einem solchen Umfang produziert werden, dass dies den Mehrwert auffrisst, der mit einem Teil von ihr produziert werden kann. Die organische Zusammensetzung des Kapitals und der tendenzielle Fall der Profitrate waren Zusammenbruchsgründe für den liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Der Zusammenbruch, den Robert Kurz auf der Basis dieser Kategorien prophezeit, und der ist da meines Erachtens sehr unklar, ist 1929 bereits geschehen. Mit ihm hat das Kapital umzugehen gelernt. Dass Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit finanziert werden müsse, war das a priori repressive Leitmotiv der Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre. Die vermeintlich neoliberale Politik dieser Zeit bestand im Wesentlichen darin, dem Staat neue Finanzquellen zur Finanzierung der Produktion von Arbeit zu erschließen. Das scheint mir eine sehr viel bessere Spekulation zu sein, zu den ganzen Privatisierungsgeschichten, als die üblichen, die schieben es dem Kapital in den Rachen. Dass Arbeit nicht mehr bezahlt werden kann, wäre Zusammenbruchsgrund auch des realkapitalistischen Teils der Nachkriegsordnung. Der realsozialistische ist schon zusammengebrochen. Ob es bereits soweit ist, erforderte theoretisch die Bestimmung von Zusammensetzung und Zirkulation des Staatshaushalts. Ich kenne dazu nichts, rufe aber dazu auf, das mal zu tun. Schöner als das zu tun wäre es natürlich, wenn wir einfach feststellen könnten, dass die Gesellschaft jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt hat und wir uns Arbeit als Notwendigkeit einfach nicht mehr leisten können. Zu befürchten steht allerdings, dass sich der Wert erneut seine Fortsetzung in anderen Formen erschleichen wird, allein schon, weil die Genealogie der Geschlechter auf neue Generationen drängt. Kremlitzers Kommentar zu Sven Giegold lautete übrigens, Zitat, ein Mann von morgen, wer Programme mit der Gießkanne zu stricken vermag, ist zu höchstem geboren. Das war's.